1972, am 16. Mai, also genau vor 42,5 Jahren, im Café Korb. Da habe ich gearbeitet hier unter der Schank, wo das Café ausgehört hat, hat meine Mutter damals gehört. Und da sind Freundinnen hier gesessen, drei Freundinnen, und bin hin und wieder zum Tisch gegangen, während ich gearbeitet habe, bis zum Tisch. Und sind dann zu mir gesagt, die Freundinnen, du, der Weibel sitzt da. Weil ich habe mich hinter der Zeitung versteckt, ja. Susanne war ja damals die schönste Frau in Wien, laut Bürgermeister Zilk. Weil wenn jemand das beurteilen kann, wer ist eine schöne Wienerin, ist klarerweise das die Zuständigkeit bei der Bürgermeisterin. Und der Bürgermeister ist die schönste Frau von Wien und klarerweise vor so viel Glanz musste ich mich natürlich schützen, ne? Weil was ist die Schönheit einer Frau? Wie die Ausschüttung des Glanzes, und das habe ich mich hinter der großen Zeit versteckt. Hin wieder habe ich so geschaut, auch diese schöne Frau. Aber ihre Freundin haben mich entdeckt. Ja, ja. Ich habe da gearbeitet und die haben dann, und dann wurde ich mich ja schon verabschiedet. Das war die Christine Dertmitt, die hat auch ein Lokal in Wien gehabt und war in der Kunstszene. Und dann war es nicht verabschieden, das war, du hast eigentlich gewartet bis zur Sperrstunde. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir sind schon rausgegangen, weil ja schon eine Sperrstunde war. Wir gesagt, hat die Christine gesagt, den Weibel nehmen wir jetzt mit. Habe ich gesagt, dann haben wir vielleicht. Dann haben wir gesagt, nein, komm, jetzt haben wir dich gefragt, die drei Freundinnen, Weibel, kommen Sie noch mit uns auf einen Trink? Weil ich war ja zu schüchtern, dass ich Frauen anspreche. Gott sei Dank haben dann diese drei Frauen mich angesprochen. Ja. Und da haben sie mitgenommen in das Lokal Chattanooga. Chattanooga am Grand. Und das habe ich dann schon gelernt als 16-Jähriger. Ein Vortrag bei einer Frau über Sartre, sein oder das Nichts, ist nicht ganz so gut wie der Vortrag mit der Gitarre, man sieht das für ein Lied. Das habe ich schon mit 16 Jahren bemerkt. Ja. Und da habe ich mich dann in Chattanooga auf die Bühne geschwungen, habe den Musiker gesagt, sie sollen dir die Melodie anschieben. Ich habe dort dann angefangen, ein Lied zu singen, mit Text frisch gewidmet und geändert an die Susanne Wiedemann. Ja. Da habe ich einen guten Eindruck gemacht. Im Jahre 72 war das Kaffee-Korb für mich enorm wichtig. Weil ich hatte damals nur gewohnt, ja, die Gemeinde Wien hat ein System, und diese Gemeinde baut, dann ganz nach oben sind die Waschküchen für allgemeine Benutzung. Aber dann in den 60ern haben wir dann die Leute eine eigene Waschmaschine gehabt. Das waren diese Waschküchen frei. Ja. Das heißt, das war ein Raum von, sagen wir mal, vielleicht 5 oder 10 Quadratmeter. Ja. Das war meine Wohnung. Ja, das war auch unsere Gemeinde. Ja, meine Wohnung, ich hatte sie ja schon, bevor ich die kannte. Ne? Ja, aber von aus Wien aus ja, gekommen. Ja. Dann jedenfalls war da noch Klang, war noch das Wasser und Gang, also war am Gang und das Klo war auch am Gang. Ne? Und da habe ich mit ihr dann in diesem winzigen Raum mit der schönsten Frau Wiens 2 Jahre gelebt. Meine Mutter hat mich hinausgeschmissen. Ja. Und insofern war das Café Korb wahnsinnig wichtig, ja? Weil da konnte der herkommen, ja? Wenigstens wenn die Mutter nicht da war. Ja? Eine Kleinigkeit zumindest zum Essen. Ja? Aber wenn die Mutter da war, hat sie immer geschaut, haben sie auch poniert. Ja, ja? Wenn ich einen Café getrunken habe, weil die hat die Mutter mit den Argusaugen geschaut, ob ich ja nicht den Kaffee gratis trinke, sondern dass die Mutter hat immer Kontrolle dann oben. Ne? Also insofern war das Café Korb lange Jahre eine zweite Wohnung. Ne? Naja, und dann haben wir auch so angefangen, gemeinsame Projekte zu machen. Ja. Also das, glaube ich, das erste war die Hausmusik, also die Musik vom Zykan. Ja. Also nachdem du ja auch Schauspiel warst, habe ich dich dann in meine Projekte eingespannt. Oder für sie, in dem berühmten Film Unsichtbare Gegner, 76 für Susanne auch dann geschrieben. Und der wahre Expert hat dann mit mir zusammen Regie gemacht. Das war eine Katastrophe. Mit großer Freude, ja, dass sie was gemacht hat, was ich hoch anrechne. Sie ist ja eine selbstständige Unternehmerin geworden. Ne? Weil ja berühmte Schauspieler, das Foto, das sind klassische weibliche Rollen. Ne? Aber dass sie sehr früh, schon in den Ende der 80er Jahre, angefangen hat, dieses Lokal umzubauen und zu einem Erfolgslokal zu machen, das war eben die Transformation in ein Art Szene-Lokal, ein Kultlokal, ein Künstlerlokal. Sie hat dann unten eben diese Lounge entwickelt, das war vorher eine Art Lounge, eine Kegelbahn, genau, hat Künstler eingeladen mitzumachen. Ja. Und da gibt es ja dauernd Veranstaltungen. Ja. Ja. Mir war das sogar ein bisschen unrecht, weil ich wollte lieber ein ruhiges Café aushaben.
ne? Dass hier sein wahnsinnig bunter Umschlagplatz wird, dass er jeden Tag Konzert ist in der Leserin. Bei mir ja. sind sogar zu viel. Ja? Der Wiener, ich kenne die Welt nicht, ja? Das ist ein bekannter Wiener Satz. Dann haben wir dazugefügt, ja? Das kommt nicht, kennt Wien nicht. Das heißt, der Faktor, wer das kommt nicht, kennt die Welt nicht. Ja? 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 Und das Kaffeekorb ist ja gewissermaßen der Inbegriff, ja, auch im Ausland. Ja? Für die New York Times hat geschrieben, auch über den besten Apfelstrudel der Stadt. Und wenn man hierher geht, braucht man überhaupt nicht mehr woanders hingehen, weil es der beste Apfelstrudel ist. Nicht der Stadt, sondern der ganze Welt ist der. New York Times. Es ist immer noch das, was ein Gewehr sein sollte, nicht nur kulinarisch, sondern auch ein intellektueller Wert. Das macht das Kaffeekorb aus. Ne? Und wir sind ja der lebende Beweis, dass gewissermaßen Kaffeehäuser das Leben verändern können. Man lernt sich Kaffeehäuser kennen und schließt nachher den Bund fürs Leben. Ne? Also das Kaffeehaus ist gewissermaßen ein hoffnungsvoller Ort. Man kann dort immer den Mann und die Frau des Lebens treffen. Ja? Und insofern muss man die Kaffeehauskultur hoch kultivieren, sozusagen. Ne? Und wegen dieser Chancen, die das Kaffeehaus bietet. Ja? Seitdem liebst du so Kaffeehaus. Gell? Ja. Aber ich bin einmal gegangen und das hat genügt, sozusagen. Es ging keine anderen Kaffeehäuser mehr.